Hinweis: Das folgende Hörspiel enthält Gewaltdarstellungen und ist für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Für die erste bemannte Mission zum Saturnmond Titan simuliert eine kleine Gruppe internationaler Wissenschaftler seit einigen Monaten ihren erwartbaren Arbeitsalltag auf einer antarktischen Polarstation. Leider verlief das Training nicht ganz ohne Probleme und so erkrankte der Systemelektroniker des Teams Jacques Durand schwer, was seinen Missionsabbruch und seine Rückkehr nach Hause bedeutet. Es ist kurz vor Weihnachten. Und mit dem Versorgungshubschrauber, der Lebensmittel und Ausrüstung einfliegt, steht bereits auch schon der Ersatzmann für den erkrankten Systemelektroniker auf der Passagierliste. Och, es ist so ärgerlich, dass du uns verlassen musst, Jack. Ja, ohne dich ist es nicht mehr das Gleiche. Ich danke euch, meine Freunde. Ich wünschte auch, dass ich euch auf den Titan hätte begleiten können. Aber Gabrielle ist nun mal die Ärztin. Sie hat das Sagen. Und in solchen Momenten wünschte ich, ich hätte es nicht. Zwei Jahre haben wir zusammen hart gearbeitet und geschuftet und Monate hier auf diesen Eisklumpen verbracht. Und deine schlechten Witze ertragen. Ja, aber es ist, wie es ist. Ja, es tut mir leid, Jack. Aber es ist wichtig, dass du in einem Krankenhaus von Fachärzten untersucht wirst. Mit unserer Krankenstation hier auf der Polaris 1 bin ich in meinen Mitteln doch begrenzt. Und es ist besser, wir gehen kein Risiko ein. Ist schon gut, Gabrielle. Vielleicht klappt es ja bei einer anderen Mission. Ach, wisst ihr schon was von dem Ersatzmann, der meinen Platz einnimmt? Ja. Er kommt heute mit dem Helikopter, der dich hier rausholt. Sergei Ivanov ist sein Name. Ivanov? Sehr gute Wahl. Ich habe schon auf Apollo 25 mit ihm zusammengearbeitet. Der Kerl ist ein Virtuose mit dem Schraubenzieher, so wie Chopin auf dem Klavier. Wirklich, ein guter Mann, David. Na. Nun stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel, mon ami. Ich hoffe nur, er ist auch witziger als du. Hier Polaris 1. Kommen, Seewolf 1. Polaris 1, bin dem Landeanflug in circa 5 Minuten bei euch. Bringe Lebensmittel, Ausrüstung und Passagier mit. Er hat eine kleine Überraschung für euch. Für die Unterbringung eures Patienten ist gesorgt. Ach ja, das Wetter verschlechtert sich zusehends, Polaris 1. Sorgt daher dafür, dass alles schnell über die Bühne geht, sonst komme ich nicht rechtzeitig zurück. Over. Verstanden, Seewolf 1. Wir beeilen uns. Polaris 1, Ende. Also, Jacques, es geht los. Minus 52 Grad zeigt das Außenthermometer an, als der Helikopter von der Landeplattform der Polaris 1 abhebt und mit Jacques Durand an Bord im Dunkel der antarktischen Eiswüste verschwindet. Als Lebensmittel und technische Ausrüstung in Containern verstaut sind, trifft man sich schließlich im Aufenthaltsraum der Forschungsstation und begrüßt das neue Teammitglied Sergei Ivanov, welcher für das bevorstehende Weihnachtsfest ein Mitbringsel im Schlepptau hat. Meine Herrschaften, einen Moment bitte. Darf ich Ihnen vorstellen, Sergei Ivanov. Er ist unser neuer Techniker für die Titan-Mission und ersetzt mit sofortiger Wirkung Jacques Durand, den wir natürlich alle sehr vermissen werden. Als Begrüßungsgeschenk hat uns der liebe Sergei sogar einen kleinen Weihnachtsbaum mitgebracht. Darf ich daher um einen herzlichen Willkommensapplaus für unser neues Teammitglied bitten? Hallo. Ich danke Ihnen. Sehr freundlich. Ja. Dankeschön. Hallo. Sehen Sie es Ihnen nach, Sergei. Wir sind natürlich noch etwas betrübt wegen des Ausfalls von Jacques Durand.
Mit der Zeit sind wir hier alle zu einer Familie zusammengewachsen. Aber ich bitte Sie, Dr. Ryan, das verstehe ich doch. Ich bin mir sicher, ich werde mich hier schnell einleben können. Natürlich, Sergei. Gut, dann werde ich Sie mal mit den Leuten bekannt machen. Das hier ist Dr. Gabrielle Bernardi, unsere Ärztin und Psychologin an Bord. Freut mich sehr. Ja. Wenn Sie mit der Truppe durch sind, würde ich Sie gern für den Check-up auf der Krankenstation sehen. Keine Sorge, nur routinemäßig. Selbstverständlich, Doktor. Das ist Dr. Taro Kobayashi, unser Biologe und Fitnessfanatiker. Willkommen. Wenn Sie mögen, können Sie gerne mit mir ein paar Runden Karate trainieren. Ich habe hier sonst niemanden, der sich mit mir sportlich betätigt. Und Sie sehen mir doch recht fit aus. Oh, danke für Ihr Angebot. Ich greife gern darauf zurück. Hier haben wir unsere Ozeanografin, Dr. Maria Gomez. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir auch ein Fotomodell an Bord haben. Ich stehe nicht auf so eine Macho-Scheiße. Kannst froh sein, dass du dieses grüne Gestrüpp da mitgebracht hast. Sonst hättest du jetzt schon auf meiner Abschussliste gestanden. Die Lady hat echt Haare auf den Zähnen, was? Tja, falls Sie ein Auge auf Maria werfen, vergessen Sie es. Da verbrennen Sie sich mehr als nur die Finger, Sergei. Aber ansonsten ist Dr. Gomez ein ganz Liebe, wenn man sie erst einmal richtig kennt. Und hier haben wir schließlich noch Dr. Elva Olsen, unseren Glaziologen. Angenehm. Dr. Ryan, hätten Sie mal eine Minute? Sie sind ja schließlich unser Geophysiker. Aber natürlich, Elva. Sie entschuldigen mich, Sergei. Aber natürlich, David. Also, es ist so. Die Zusammensetzung der Kristalle aus den letzten Bohrungen scheint in der Tat etwas... Tja, dann sind ja wohl alle soweit beschäftigt. Dann werde ich mich besser zu Dr. Bernardi auf die Krankenstation begeben, bevor ich hier Wurzeln schlage. Nachdem das neue Teammitglied schließlich im Rahmen eines kleinen medizinischen Check-ups von Dr. Bernardi untersucht und für vollkommen gesund erklärt wurde, findet sich Sergei Ivanov schließlich an seinem neuen Arbeitsplatz, dem technischen Kontrollzentrum der Polarstation, wieder. Dort wird er bereits von Dr. Ryan erwartet. Und Sergei, alles in Ordnung mit Ihnen? Laut Dr. Bernardi bin ich in Topform. So, das ist also für die nächsten Wochen mein Spielplatz? So sieht das wohl aus. Jacques Durand erwähnte, dass Sie schon mit ihm zusammen auf der Apollo 25-Mission arbeiteten. Er hält große Stücke auf Sie. Ja, in der Tat hatten wir beide die ATX-Konsole mitentwickelt, die auch hier auf der Station zum Einsatz kommt. Sie arbeitet zwar vollautomatisiert, aber bis es endlich zum Titan geht, soll ich für eine neue Entwicklung... Gabrielle, was ist passiert? Ihr Arm ist blutüberströmt. Kommen Sie, setzen Sie sich, Dr. Bernardi. Lassen Sie mich mal sehen. Ich bin draußen von irgendetwas angefallen worden. Autsch, das sieht wirklich schlimm aus. Als wäre sie von einer Pranke erwischt worden. Vielleicht ein Eisbär? In der Antarktis gibt es keine Bären. Pinguine, Robben und Seevögel sind hier anzutreffen. Aber keine Bären. Ausgeschlossen. Aber irgendwas muss diese Wunde und die langen Schnitte verursacht haben. Was immer es auch war, es ist noch da draußen. Ich war nur kurz draußen, um Antibiotika aus den Containern zu holen. Wegen dem einsetzenden Schneegestöbe habe ich aber noch nichts sehen können. Kommen Sie, Sergei. Wir sehen uns mal um. Du kommst klar, Gabrielle? Ja. Ich komme klar, David. Hier. Nehmen Sie die Taschenlampe und setzen Sie die Sauerstoffmaske auf. Bei den Temperaturen friert Ihnen sonst die Lunge zu. Außerdem ist in den Masken ein Sprechfunkgerät eingebaut, sodass wir uns verständigen können. Okay. Ich öffne jetzt die Schleuse. Und? Sehen Sie etwas, David? Ja. Hier.
Taschenlampe. Hier sind viele Blutspuren am Geländer. Wahrscheinlich von Gabriel. In diesem Schneegestöber sieht man die eigene Hand vor Augen nicht. Ich kann jedenfalls keine weiteren Spuren von einem Tier oder ähnliches entdecken. Der Schnee hat die Spuren wahrscheinlich schon längst unter sich begraben. Ich sehe auch nichts weiter. Lassen Sie uns besser wieder reingehen. In Ordnung. Ich werde das Team von den Ereignissen unterrichten. Wahrscheinlich hat sich eh schon herumgesprochen, was mit Gabriel passiert ist. Ja. Ich würde vorschlagen, dass sich draußen auch vorläufig niemand mehr alleine aufhält, sondern immer in Zweierteams unterwegs ist. Haben wir eigentlich Waffen auf der Station, David? Wir haben einen Revolver, mit dem wir im Notfall Leuchtraketen abschießen können, der sich aber auch mit normaler Munition beladen lässt. Naja, besser als nichts. Vielleicht reicht ja schon aus, das Tier im Ernstfall damit zu erschrecken und vertreiben zu können. Ja. Wollen wir es hoffen? Und David? Habt ihr es gesehen? Nein. Wir haben draußen nichts entdecken können. Und ihr seid euch sicher, dass es sich dabei nicht um einen Bären handelt? Wie ich schon sagte, kommen in der Antarktis keine Bären vor. Das ist evolutionär nicht möglich, seit sich dieser Kontinent vom Urkontinent abgespalten hat. Das sollten Sie als Ozeanografin allerdings wissen, Dr. Gomez. Eben. Und genau das beunruhigt mich. Wenn wir es nur mit einem Bären zu tun hätten, dann wüssten wir, wie wir damit umzugehen hätten. Dieses Ding da draußen aber, welches Gabriel fast den halben Arm zerfleischt hat. Wir wissen nicht, womit wir es hier zu tun haben. Und das macht mir weit mehr Sorgen als ein Bär. Da hat Maria allerdings recht. So, wie sie das sagt. Leute, beruhigt euch bitte. Was auch immer da draußen ist. Wir werden Maßnahmen ergreifen und gleich morgen... Hat eigentlich jemand Dr. Kobayashi gesehen? Taro ist unten in der Bohrkammer und entnimmt ein paar Proben aus dem Wasserloch. Gabriel, würden Sie bitte Dr. Kobayashi über die Gegensprechanlage zu uns hier heraufrufen? Ja, natürlich, David. Einen Moment. Dr. Kobayashi, wir sind hier oben im Aufenthaltsraum versammelt und hätten Sie gerne bei uns. Würden Sie sich bitte zu uns gesellen? Keine Antwort. Dr. Kobayashi. Hallo, Taro. Bitte melden Sie sich doch über die Gegensprechanlage. Was ist los? Ja, da stimmt was nicht. Taro meldet sich nicht. Ich gehe runter und schaue nach. Kommen Sie, Elva. Begleiten Sie mich. Ich? Schon gut, Elva. Hey, Sie, Mr. Weihnachtsbaum. Wären Sie so nett? Natürlich, Maria. Gerne. Hier mit dem Aufzug kommen wir runter in die Bohrkammer. Wahrscheinlich ist Taro mal wieder in seiner Arbeit vertieft. Dann hat er Kopfhörer auf und hört Wagners Walkürenritt. Und bekommt gar nicht mit, wenn man ihn anfunkt. Hören Sie, wegen vorhin. Das mit dem Fotomodell, das tut mir wirklich leid. Manchmal bin ich ein echter Volltrottel. Naja, schwamm drüber. Irgendwie mag ich Volltrottel. Und ihr, naja, nennen wir es mal Kompliment, kam vielleicht nur zur falschen Zeit. So, da wären wir. Wissen Sie, Sergej, ich bin ja trotzdem eine Frau und ich... Sehen Sie nicht hin. Mein Gott, was ist mit Taro? Er ist tot. Regelrecht zerfetzt. Den ganzen Körper hat er lange, tiefe Schnittwunden. Sie haben die gleiche Tiefe wie bei Dr. Bernardi. Sie müssen vom selben Tier stammen. Und hier, am Bohrloch, sind auch gewaltige Kratzspuren. Das Ding muss aus dem Wasser nach oben geklettert und wieder im Bohrloch verschwunden sein. Hier ist Ryan. Habt ihr Dr. Kobayashi gefunden?
Hört ihr mich? Ja, David? Wir haben Taro gefunden. Oder das, was von ihm übrig geblieben ist. Er ist tot, David. Schockiert, aufgelöst, sprachlos versammelt sich das Team vor der Türe der Krankenstation, wo Taro Kobayashis Leichnam von Dr. Bernardi untersucht wird. Sein Körper ist übersät von unzähligen Schnitten und Stichverletzungen, die problemlos durch die dicke Winterbekleidung durchgedrungen sind. Was auch immer für eine Kreatur hier gewütet hat, sie muss über lange, messerscharfe, fast schon säbelartige Klauen verfügen. Unruhe breitet sich unter den Wissenschaftlern aus, als Dr. Bernardi schließlich vor die Tür der Krankenstation tritt. Und Gabriel, kannst du schon was sagen? Womit haben wir es hier zu tun? Nun, ich bin keine Paläontologin und das muss von einem Experten untersucht werden. Aber ich glaube, ja, wir haben es mit einer bärenähnlichen Kreatur zu tun. Das ist unmöglich. Es gibt... Ich weiß, David. Es gibt hier keine Bären. Aber dieses Ding verursacht meiner Meinung nach für Bären typische Verletzungen. Zudem ist es ebenso an Land wie auch im Wasser aktiv. Mich hat es nur leicht erwischt, als ich draußen im Versorgungscontainer war. Kobayashi hat es sich durch das Wasserloch in der Bohrkammer geholt. Das sind zumindest Indizien, die dafür sprechen. Und wir wissen heute mehr über den Mond als über unsere Tiefsee oder hier über die Antarktis. Und nur weil noch nie eine solche Kreatur irgendwo verzeichnet oder entdeckt worden ist, heißt das nicht, dass es diese hier nicht gibt. Und möglich, dass es sich dabei vielleicht nur um ein Jungtier handelt. Es ist durch das Bohrloch gekommen und wieder verschwunden, was trotz seiner enormen Pranken für eine schlanke Kreatur oder eben ein Jungtier spricht. Das könnte ja bedeuten, dass es nicht alleine ist und es noch mehr von seiner Sorte gibt, mit größeren Exemplaren. Es hat jedenfalls nicht getötet, um zu fressen und es sich um ein Territorialverhalten handeln könnte. Womit auch immer wir es hier zu tun haben. Ich muss das Institut über die Vorfälle hier unterrichten und Hilfe anfordern. Dr. Kobayashi ist tot. Und die Vorfälle hier werfen die Titan-Mission um Monate zurück. Ich werde das gleich morgen früh erledigen. Ich glaube, wir sind alle ganz schön erledigt. Und können eine Mütze Schlaf gebrauchen, um wieder klare Gedanken zu fassen. Da stimme ich Ihnen zu. Ich habe vor meiner Ankunft auf der Station eine fast 12-stündige Anreise in meinen Knochen. Oh, etwas Schlaf täte mir gut. Ich muss noch den Bericht zu Kobayashis Tod fertig machen und den Totenschein ausstellen. Ich werde dann im Krankenzimmer schlafen. Dann soll ich allein in unserer Wohneinheit bleiben, Gabriel? Kann ich nicht hier bei dir im Krankenzimmer bleiben? Da stehen ja zwei Betten drin. Und schlafen kann ich jetzt ohnehin nicht. Ja, selbstverständlich, Maria. Ich werde dir etwas zur Beruhigung geben. Es gefällt mir nicht, euch beide hier auf der Station alleine zu lassen, während wir in unseren Wohneinheiten schlummern. Auch wenn es hier sicher ist, sollte vielleicht einer von uns Männern auf der unbequemen Couch im Aufenthaltsraum schlafen. Nur für den Notfall. Sergej, Sie kennen sich hier noch nicht so aus. Also entscheidet es sich zwischen Dr. Olsen und mir. Kopf oder Zahl, Elva? Zahl. Nein, lieber Kopf. Zahl, Elva. Sie bleiben hier und ich darf mich in mein Kopfkissen träumen. Kommen Sie, Sergej. Sie werden Duras Wohneinheit übernehmen und können sich dort häuslich einrichten. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Dr. Ryan und Sergej Ivanov quartieren sich in ihren Wohneinheiten ein, welche sich nur ein paar Schritte außerhalb der Polarstation befinden. Während Dr. Bernardi noch die Berichte zur Todesursache des verunglückten Taro Kobayashi verfasst, schläft die Ozeanografin Maria Gomez derweil nebenan im Krankenbett der Krankenstation.
Glaziologe Elva Olsen, der durch einen Münzwurf entscheidet, die Nacht im Aufenthaltsraum der Polarstation verbringen muss, hat es sich vor dem Fernseher mit einem alten Westernfilm gemütlich gemacht. Es ist bereits tief in der Nacht und dem Glaziologen fallen immer wieder die Augen zu, als der Fernseher plötzlich seinen Geist aufgibt. Na, was ist denn jetzt los? Oh, immer wenn es am spannendsten ist. Musst du blöde Kiste denn ausgerechnet jetzt ausfallen? Naja, dann kann ich das Ding auch ganz ausschalten. Ist ja schon spät geworden. Nanu? Ist da noch jemand wach und gönnt sich in der Küche einen Mitternachtssnack? Warum eigentlich nicht? Einen kleinen Bissen vor dem Schlafengehen könnte ich auch noch vertragen. In der Küche ist niemand. Aber auf dem Boden liegt eine zerbrochene Tasse. Merkwürdig. Du meine Güte, was? Oh! Nun hat das unbekannte Wesen auch Dr. Elva Olsen geholt. Inmitten der Station, die eigentlich als sicher galt, liegt der Glaziologe die Nacht über tot in einer Blutlache, als er am Morgen unter panischen Schreien von den beiden Frauen in der Küche aufgefunden wird. Es ist Weihnachten, doch anstatt eines Festes der Liebe und Besinnlichkeit ist es ein Fest des Grauens und nackter Angst. Die Stimmung ist gereizt, als die verbleibenden Wissenschaftler beratschlagen, was zu tun ist. Das war der zweite Tote in wenigen Stunden, David. Wenn das so weitergeht, erleben wir alle den nächsten Morgen nicht mehr. Was soll ich denn eurer Meinung nach tun? Ich habe versucht, die Flotte draußen zu erreichen und um Hilfe ersucht. Aber wegen des schlechten Wetters haben wir anscheinend keine Satellitenverbindung. Ich weiß nicht, ob man uns überhaupt empfangen kann. Jedenfalls hat sich bisher noch keiner von ihnen gemeldet. Ich muss schon sagen, dass sie uns leider kein Glück bringen, Sergej. Und wie soll ich das bitte verstehen, Gabriel? Erst seitdem Sie aufgetaucht sind, geht es hier drunter und drüber. Seit 2 Jahren sind wir hier für mehrere Wochen regelmäßig auf der Forschungsstation, um uns auf die Titan-Mission vorzubereiten. Vorher ist nie etwas passiert, bis Sie plötzlich auf der Matte standen. Durong, der schwer erkrankt ist und seine Mission abbrechen musste. Kobayashi und Olsen sind tot und mich hätte das Ding auch beinahe erwischt. Die Satellitenverbindung, die nicht zu funktionieren scheint. Wollen Sie damit etwas sagen, dass ich irgendwas damit zu tun habe? Wer weiß. Bei allem Respekt, Dr. Bernardi, aber ich glaube, Sie haben zu viele schlechte Horrorfilme gesehen. Oder glauben Sie, dass ich mich in eine reißende Bestie verwandle und alle umbringe? Schluss damit! Das ist doch alles Unfug und bringt uns kein Stück weiter. Das Ding ist anscheinend intelligent genug, um hier Türen zu öffnen. Und in die Station einzudringen. Das bedeutet, wir liegen hier wie auf dem Präsentierteller. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es sich den nächsten von uns schnappt. Vielleicht mag das den Klinken herunterdrücken können. Aber sicherlich nicht eine mit einem Code gesicherte Tür öffnen. Gibt es hier keinen Raum, der mit einem Codeschloss gesichert ist? Das Labor. Das Labor ist mit einer Schleuse und einem Code gesichert. Was haben Sie vor, Sergej? Hilfe können wir von draußen im Moment nicht erwarten. Aber wir können auch nicht hier rumsitzen und Däumchen drehen, bis das Biest über uns alle herfällt. Ich schlage vor, dass wir uns in der Station auf die Suche nach dem Ding begeben. Währenddessen können sich Maria und Gabriel im Labor verschanzen. Da sind sie in Sicherheit. Und wie wollt ihr das Biest zur Strecke bringen, wenn ihr es findet? Wollt ihr es vielleicht in einen Raum einsperren und eine Woche lang die Tür zuhalten? Wir nehmen den Notfallrevolver für die Leuchtraketen. Wollt ihr das Ding mit Leuchtraketen beschießen? Natürlich nicht. Dem Revolver liegen neben Platzpatronen auch echte Munition für einen Verteidigungsfall bei. Es sind zwar nur 6 Kugeln, aber die sollten reichen. Dann machen wir das so. Ihr verbarrikadiert euch im Labor und wir holen uns das Monster. Über die Gegensprechanlage können wir in Kontakt bleiben. Los geht's. Während sich die beiden verängstigten Frauen im Labor verschanzt haben, machen sich Dr. Ryan und Sergej Ivanov innerhalb der Station auf die Suche nach der Bestie. Sorgfältig durchkämmen sie dabei jeden Raum, jeden Gang und jede Kammer des weitläufigen Gebäudekomplexes. Kann
keine Spur von dem Biest. Wie viele Räume haben wir noch vor uns? Nicht mehr viele. Vor uns liegt die Funkstation mit einer Dachluke zur Satellitenschüssel und dann geht es schon wieder im Rund zurück zur Krankenstation und Richtung Labor. Dann bleibt nur noch der Aufzug runter in die Bohrkammer, wenn wir hier durch sind. Wir sollten uns mal bei den Damen im Labor melden und ihnen mitteilen, dass wir noch am Leben sind. Sonst denkt Dr. Bernardi noch, dass ich sie vielleicht auch schon umgebracht habe, David. Ach, tragen Sie es Gabrielle nicht nach. Sie hat es vorher nicht so gemeint. Bei uns allen liegen die Nerven etwas blank. So, da vorne ist der Funkraum. Ich melde uns nochmal zurück. Hallo, Dr. Bernardi. Dr. Gomez? Wir sind's. Wir sind jetzt im Funkraum. Keine Spur von dem Biest. Bisher ist alles in Ordnung. Hallo? Gabrielle? Maria? Wo stecken Sie denn? Melden Sie sich bitte. Oh, Scheiße. Maria! Gabrielle, Sie... Schnell zurück zum Labor. Nein, nein, hier lang. Dieser Weg ist kürzer. Maria! Gabrielle! Da vorne, die Tür zum Labor. Sie ist offen. Unmöglich. Maria! Die Bestie war hier drin. Überall. Überall Blut. Maria! Sie atmet noch. Gabrielle! Wo ist Gabrielle? Hier sind Schleif- und Fußspuren im Blut. Sie muss entkommen sein. Hier! Nehmen Sie den Revolver, Sergej. Folgen Sie den Spuren und finden Sie Gabrielle. Ich trage Maria zur Krankenstation. In Ordnung, David. Ich werde sie finden. Gabrielle! Gabrielle! Mit hastigen Schritten folgt Sergej Iwanow den Blutspuren, die ihn schließlich nach draußen führen. Indes hat Dr. Ryan die schwerverletzte Maria Gomez zur Krankenstation getragen und versorgt ihre Wunden. Oh Maria, es wird alles wieder gut. Gabriel! Ja? Mach dir keine Sorgen. Sergej wird Gabriel finden und dann wird alles wieder gut. Maria, Maria, hörst du mich? Ja, gut so, Mädchen, atme. Schüsse. Sergej hat das Ding wohl erwischt. Komm schon, Maria. Bleib bei mir. Jetzt wird alles wieder gut. Sie ist gleich da. Gleich. Halt noch einen Augenblick durch. Das hat keinen Sinn mehr, David. Oh, Gabrielle, gut, dass Sie da sind. Schnell, beeilen Sie sich. Sie müssen Maria helfen. Ich sagte... Es hat keinen Sinn mehr. Gabrielle? Was soll das? Was geht hier vor? Wo ist Sergej? Sergej ist tot. Tot? Aber ich habe Schüsse gehört. Hat er die Bestie erwischt? Es gibt keine Bestie, David. Was sind das für Dinger an ihrem Handgelenk? Man nennt sie chinesische Todeskrallen. Ein sehr effektives Tötungsinstrument, David. Sie sind so scharf, dass sie sogar einen Eisbären in Stücke zerfetzen können. Sie waren es. Sie haben alle umgebracht. Wie ich sagte, es gab nie eine Bestie, David. Aber warum das alles? Wieso? Nun, ich arbeite für eine Organisation, die sehr daran interessiert ist, dass die Titan-Mission nicht stattfindet. Besser gesagt, nicht von eurer Institution durchgeführt wird. Aber Sie haben 2 Jahre mit uns zusammengearbeitet, Gabrielle.
Ich verstehe das alles nicht. Wir mussten sicher gehen, dass ihr ein fertiges Team zusammenstellt, das in letzter Konsequenz unersetzbar wäre. Ein bis zwei Ausfälle hätte man in den Jahren schnell ersetzen können, wie man an Durand gesehen hat. Aber schlussendlich alle Koryphäen in ihren nun eingearbeiteten Fachgebieten zu ersetzen, ist unmöglich. Für meine Organisation war es nun an der Zeit, alle auszuschalten und ihren Nutzen daraus zu ziehen. Aber wozu der ganze Hokuspokus mit einer meuchelmordenden Kreatur? Angst. Angst ist ein mächtiger Verbündeter, David. Ich muss ein Szenario heraufbeschwören, das uns alle in kleine Krüppchen trennt. So konnte ich im Verborgenen agieren, ohne dass dabei irgendein Verdacht auf mich fällt. Warum haben Sie uns nicht gleich alle erschossen oder auf andere Weise das Projekt sabotiert? Natürlich hätte ich auch einfach alles in die Luft sprengen können, aber das ist nicht mein Stil. So ein simpler Sabotageakt hätte nur dazu geführt, dass man die Station einfach nur wieder neu aufbaut. So aber werden die Behörden eine ganze Weile mit Untersuchungen beschäftigt sein, um zu ergründen, was hier vorgefallen ist und meiner Organisation noch mehr Zeit verschaffen. Schlussendlich wird man zu dem Ergebnis kommen, dass hier auf Polaris 1 alle umgekommen sind, einschließlich mir, und ich unbehelligt untertauchen kann. Sie sind total wahnsinnig, Gabrielle. Wahnsinnig? Ich bin eine Künstlerin, David. Dafür werde ich gut bezahlt. In einem Punkt haben Sie sich jedoch vollkommen geirrt. Ach, und der wäre? Es gab hier doch eine Bestie. Sie sind diese Bestie, Gabrielle. Wie gesagt, ich bin eine Künstlerin. Frohe Weihnachten, David. Die Bestie aus dem Eis. Eine Hörspielproduktion von Soundjob. In den Rollen Claudio Volino als Dr. David Ryan, Thomas Söcker als Sergei Ivanov, Anja Klukas als Dr. Gabrielle Benardi, Thorsten Möser als Dr. Elva Olsen, Christine Helmicke als Dr. Maria Gomez, Marco Hennings als Dr. Taro Kobayashi, Burak Budak als Helikopterpilot Seewolf 1 und Michael Malewski als Erzähler. Idee, Produktion, Musik und Sounddesign von Markus Hildebrandt. Lektorat von Lars Michael Hahn. Dieses Hörspiel entstand unter Mitwirkung der Community von hörtalk.de und steht unter der Creative Commons Lizenz 4.0 CC BY NC ND. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben.